ich möchte damit sagen, wir haben ein Gerechtigkeitsproblem im Bereich der untersten Löhne. Aber das ist eben auch darin zu suchen, dass Leute von ihrer Arbeit trotz Mindestlohn, trotz der Erhöhung, die wir durchgedrückt haben gegen viele, dass es für die nicht reicht. Ich frage mich, wo der Aufschrei bleibt, dass Leute Vollzeit arbeiten gehen und damit nicht über die Runden kommen. Und wir alle als Solidargemeinschaft das finanzieren müssen. Der Bumerang kommt direkt zu Ihnen zurück. Bitte, machen Sie es, Frau Grimm? Also ich kann da nicht folgen. Ist es nicht eher so, dass Sie setzen doch diese Rahmenbedingungen? Sie haben doch, also nicht Sie persönlich, um Himmels Willen, aber es war die Politik, die Regierung in der letzten Jahre, die Arbeit in diesem Land immer teurer gemacht haben. Es ist doch einer der Gründe, warum es sich nicht mehr lohnt. Herr Lanz, es ist faktisch einfach falsch. Diese Leute so wenig Geld verdienen Arbeit und damit echt teuer, keine großen Sprünge Arbeit machen können. Arbeit ist zu teuer, Energie ist zu teuer, all diese Dinge sind zu teuer. Wo ist im Niedriglohnbereich die Arbeit jetzt zu teuer? Bei demjenigen, der 2.100 ein paar zerquetschte brutto bei Vollzeit-Mindestlohn in Deutschland bekommt. Okay. Wofür ist jetzt für den Arbeit zu teuer? Herr Sturm, bitte. Ich finde auch, die SPD macht sich da manchmal ein bisschen zu schlanken Fuß. Also wenn man mal bedenkt, dass die SPD seit 1998, das ist jetzt etwas mehr als 25 Jahre her, 21 Jahre lang regiert hat, entweder mit einer Kanzlerschaft, Schröder, jetzt Scholz, oder eben in der Großen Koalition unter Frau Merkel. Wo die Erzählung der SPD immer war, inhaltlich haben wir uns durchgesetzt in der Regierung mit der Union, die CDU will im Grunde nur den Kanzler stellen, die haben gar keine programmatischen Ansprüche, das Programm machen wir. Mhm. So, sie haben also in 21 von 25 Jahren regiert und sind natürlich auch mitverantwortlich für den Zustand der Bundeswehr. Wurde dann jetzt immer von der SPD gesagt, es waren aber christdemokratische oder CSU-Verteidigungsminister. Es war ja nicht so, als hätte die SPD da gebremst. Infrastruktur. Die SPD wollte anfangs mal die Bahn teilprivatisieren in der Großen Koalition 2005 bis 2009. Ich will gar nicht sprechen über Energie und den Verkauf von Gasspeichern an Gazprom und so weiter. Wenn aber jetzt auch Herr Scholz neulich bei dieser Regierungserklärung im Stil einer Parteitagsrede sagt, in den letzten Jahren sind sehr, sehr viele Weichen falsch gestellt worden, ist das doch im Grunde auch eine Anklage an sich selbst. Also ich meine, wer saß denn permanent für die SPD mit in der Regierung? Und man kann doch jetzt nicht so tun, als hätte man mit all dem, auch mit dem, was Sie gerade geschildert haben, nun rein gar nichts zu tun. Also Sie haben ja sehr, sehr lange regiert. Sie haben auch den Bundesarbeitsminister oft gestellt. You can be losers, set me free. You make me win.